eine Schlagzeile nach der anderen und in allen liest man von Mord, von Vergewaltigungen, von Messerattacken. Ist die aktuelle Situation in Österreich besorgniserregend für Sie? Auf jeden Fall. Also es ist ziemlich witzig, weil ich habe gerade vorher ein Gespräch darüber geführt und es ist schon so weit, dass man sich halt wirklich im Alltag schon Sorgen macht darüber und anfangen, drüber nachzudenken und wirklich, es ist auf jeden Fall besorgniserregend. Nicht so wirklich, oder es hat sich nicht viel geändert. Ich habe davon auch gar nicht so viel mitbekommen, bis auf einen Mord in Wien. Ich glaube im 20. Bezirk. Aber ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, ich bin entspannt. Vielleicht viel Aufmerksamkeit durch die Medien an. Ja, es ist schon ein Problem, aber ich persönlich fühle mich nicht so unsicher in Österreich, genau. Ja, kann ich mich anschließen. Also ich glaube, es wirkt immer sehr schockierend, wenn man die Schlagzeilen so liest. Aber ich versuche mich da selbst nicht einzuschränken und versuche auch immer so den Realitätsvergleich nicht zu verlieren. Ich finde, es ist ein großes Problem jetzt. Trotzdem, ich fühle mich hier sicher. Ich finde Wien eine sichere Stadt im Vergleich mit anderen Ländern und anderen Städten. Aber trotzdem, es ist, muss mal aufpassen mit solchen Situationen. Ja, es ist nicht so einfach. Mit diesen Informationen im Hinterkopf, also von Morden, von Machetenmorden, war ja auch jetzt unlängst sehr breit in den Medien. Geht man da bewusster auf die Straße? Meidet man vielleicht gewisse Gegenden in Wien und in Österreich? Ich glaube schon. Es ist, ist eine schwierige Situation. Ich glaube, das ist meine Meinung. Es ist, wurde mehr Polizisten auf die Straße stellen. Und das ja, um Selbstbewusstsein von den Leuten, ne? Dass wirklich auch die jungen Leute, auch die Jugendlichen ein bisschen kümmern, was sie machen, die Kinder, das ist ein wichtiger Aspekt auch. Ja, vor allem, ich meine, die U6 war immer schon ein bisschen sketchy, aber ich finde es vor allem jetzt, vor allem in der Nacht auf jeden Fall, aber generell, es gibt schon gewisse Orte, wo man sagt, da geht man lieber auf jeden Fall nur in Gruppen gemeinsam hin oder eben vorbereitet. Also ich habe auch immer aus Prinzip meinen Schlüssel in der Hand, wenn ich irgendwo alleine hingehe. Einfach. Es gibt einen auch einfach das Sicherheitsgefühl, auch wenn es in echt vielleicht gar nicht so wirklich ist. Also ich habe mir noch keine Sorgen bisher gemacht und ich glaube, die meisten Taten, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sind auch ziemlich milieuspezifisch, sodass ich, also jetzt aus Außenstehender, ich habe keine große Sorge. Also ich habe nicht das Gefühl, weil ich glaube, wenn man sich halt mega persönlich einschränkt aufgrund dessen, gibt man auch irgendwie den TäterInnen mehr Macht in den Situationen und schreibt ihnen mehr Macht zu. Und ich finde, der öffentliche Raum steht allen Personen zu und deshalb finde ich das eigentlich mega schade, wenn man sich dann persönlich mega krass einschränkt. Voll, finde ich, hast du voll gut zusammengefasst. Also ich kann trotzdem nicht sagen, dass ich an gewissen Orten, die sich dann häufen, hat man vielleicht schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Aber vor allem, ich finde es auch wichtig, dass man dann nicht mehr dorthin geht. Haben Sie vielleicht irgendwelche Maßnahmen getroffen, um sich gegebenenfalls selbst verteidigen zu können? Also vielleicht ein Pfefferspray mit oder den Schlüssel in der Hand, wenn man am Abend unterwegs ist? Ja, also ich mache das schon manchmal, aber ich finde eigentlich sollte nicht die Verantwortung bei den Opfern liegen, sondern eigentlich für Österreich mehr Täterprävention leisten. Und ich finde nicht, dass Frauen, also oft Frauen halt zugeschrieben werden muss, dass sie sich selber verteidigen müssen, sondern eigentlich sollten solche Taten verhindert werden. Ich meine, es ist eine traurige Realität, aber irgendwie ist man immer dafür bereit. Also man versucht sich auch einfach mental darauf vorzubereiten. Und es ist meistens eh etwas schwer, weil man eigentlich weiß, wenn wirklich was wäre, man sich als Frau wahrscheinlich nicht wehren könnte, weil es einfach so einen großen Machtunterschied gibt und einen Kraftunterschied, eher gesagt. Also sicher bereitet man sich darauf vor, aber wirklich kann man eh nichts dagegen. Nein. Nein, im Moment nicht.